So, was ich komplett vergessen habe, ist ja, dass wir über diesen Puppenraum in die unterirdischen Gänge kommen konnten, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind. Sehr gut. Also müssen wir jetzt da lang. An den Geistern vorbei. Moinsen. Ah, okay, du bist irgendwie hinter mir. Da lang und hier rein. Sehr gut. Fuck you. Und genau, perfekt. Holy shit. Also wo ist meine Kamera? Na wunderbar. Oh, okay. Nice. Ich will aber nicht. Oh. Na gut, na gut, na gut. Okay, Moment. Wie kommen wir nochmal zurück? Hab ich irgendwas verpeilt oder? Ah, okay, hier. Gut. Ja, Moment. Eigentlich. Na, was mache ich überhaupt? Das war auch. Na, der Gang führt uns doch zum anderen Haus. So. Oh, es war klar. Es war klar, dass hier irgendwas kommen muss. Da drüben. Was ist hier? Spiel! Was? Da ist genau nichts. Naja, egal, wird's wohl nicht so wichtig sein. So. Na gut, na gut. Richtig, ich muss Mario finden. Okay. Sind da irgendwie noch so ein paar. Okay, ich wollte gerade sagen. Irgendwie sieht es jetzt noch viel mehr aus als davor. Oh, wow. Das sind Füße. Das sind verdammt nochmal Füße. Okay, was machen da Füße? Füße sollten da nicht sein. Goddammit! Holy shit! Ach so! Die Füße sind Kopf. Moment, sind die Füße irgendwie näher gekommen? Das sieht. Ne, das sah gerade so aus. Okay. Ich dachte gerade, dass irgendwie das Viech unter dieser. Boah. Es ist viel zu früh zum. Wirklich, ich nehme eigentlich immer so gegen. Was weiß ich, 18, 19, 20 Uhr auf. Aber irgendwie habe ich gerade einfach Bock bekommen. Allerdings wirkt sich das irgendwie negativ auf meinen Wortschatz aus. Genau, Laken. Auch wenn ich das Wort vorhin schon gefunden habe. Tuchlaken. Ja, irgendwie, die Füße unter dem Tuchlaken haben. Boah. Das wirkt sich nicht nur auf mein Commentary aus, also auf mein Wortwort, sondern auch auf meine Sprache. Ich habe das Gefühl. Boah. Goddammit. Moment, was passiert hier jetzt, wenn ich da lang gehe? Nice.
Die Präsenz vor der Tür ist verschwunden. Sehr gut. Oh, ein Projektorraum. Okay. Ja, das waren jetzt irgendwelche Priester, die irgendwas bekämpft haben. So wie es aussah. Okay. Wo sollte ich zuerst lang gehen? Ich liebe Geflüster. Okay, dann würde ich sagen, erstmal nach oben. Warum? Ich habe keine Ahnung. Oh crap. Okay. Ich habe immer das Gefühl, dass mir irgendwer irgendein gruseliges Gesicht entgegenstrecken wird, sobald ich hier irgendwas aufsammle. Was dahinter? Das sieht gerade komisch aus. Okay, nichts. Irgendwas ist hier gerade aufgeploppt. Wird nicht wichtig gewesen. Wird nicht wichtig gewesen sein, verdammte Scheiße. Meine. Boah. Warum bekomme ich um solche Uhrzeiten. Ich bekomme immer zu den falschen Uhrzeiten Bock aufzunehmen. Nice. Es scheint das rote Zero-Objektiv zu sein, okay? Das Zero-Objektiv. Okay, irgendwelche Bildstörungen vom Ava Media Center. Finde ich toll. Das Zero-Objektiv Wirkung verstärkt Angriffe mäßig. Geistpunkte benötigt 3. Aufrüstung fügt Feind mehr Schaden zu. Dieses Objektiv fügt Geister mehr Schaden zu als Angriffe mit dem Stoßobjektiv. Schön zu wissen. Dann haben wir das direkt mal ausgewählt. Objektive. Nein, Objektive. Genau. Wir haben 56.883. Ach du Scheiße. Jawohl. Jetzt noch weiteres Zurückdrängen und nachhaltige Verlangsamung von Geistern oder größere Zeitrahmen für tödliche Fotos. Ich würde sagen, das hier. Nice! Wir sind fast maxed! Oh shit! Ich konnte es irgendwie schon. Ich hab schon geahnt. Weil ich bin eigentlich von A runtergegangen. Mario hat aber nicht. Oder nee. Mio hat aber nicht aufgehört, nach vorne zu greifen. Okay. Grünes Tagebuch, ich habe einen Brief von Herrn Makabe erhalten. Er will, dass ich Minakami verlasse und heimkehre. Yae und Sai haben mir den Brief gebracht und ich konnte das erste Mal mit ihnen sprechen. Sie sagten, das nächste Fest werde bald stattfinden. Anscheinend sind Ortsfremde beim Fest nicht mehr verwünscht, weswegen ich fort muss. Herr Makabe wurde wohl eine Sondergenehmigung erteilt, das Geschehen zu beobachten. Bevor sie ging, flüsterte ich Yae ins Ohr, dass ich am Tag des Fests kommen würde, um sie zu treffen, so wie Izuki mich in diesem Brief gebeten hatte. Yaes Augen wurden heiter, doch sie verhielt sich, als hätte sie nichts gehört und ging nach Hause. Ich glaube, die beiden wollen am Tag des Fests weglaufen. Wenn Izuki ihnen helfen will, heißt das, er muss doch irgendwo im Dorf sein. Okay. Moment, wir sind da reingekommen. Ne, Moment. Wir sind... Okay, wir müssen da rein. Ja, professionelles Türverfehlen, sehr gut. Oh, hier sehe ich gar nichts. Okay. Ja. Gut.
Wofür genau ist der Raum hier? Bis auf den Brief. Das Zimmer. Na gut, dann ist ja also nichts mehr. Genau, hier waren wir noch nicht. Verschlossen? Okay. Wow, hier ist ja... Wow. Ich habe ein böses Gefühl. Es könnte ein weiterer Geist sein, der aus der Kiste rausspringt. Oder auch nicht. Videofilmrolle Nummer, Nummer 6, ja. Nummer 6. Okay. Ja. Und der Projektorraum war hier. Dann wären wir schon 7. Okay. Paranormal Activities. So ein bisschen Grudge-Style. Ganz genau. Ist das Blut? Nein, das ist einfach nur kaputt. Okay, am liebsten würde ich jetzt speichern einfach aufhören. Da. Ja. Achso, da können wir gar nicht lang, ich dachte gerade. Wo müssen wir bitte lang? Ich habe keine Ahnung.